Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Minis von der Gerdinger Mühle Video. Einmal vorab für alle Zuschauer, die jetzt nur ein grünes Bild sehen. Wir haben die letzten Male eigentlich unter den letzten drei Videos Kommentare gehabt, dass manche scheinbar die Videos nicht mehr gucken konnten, nur den Ton gehört haben und sonst ein grünes Bild hatten. Wir haben überlegt, gemacht, getan. Wir wissen selber nicht genau, woran es liegt. Es liegt also nicht an mir, sondern wenn, dann an YouTube. Also die, stellen quasi die Videos in ihrem eigenen Format hoch. Da kann man so jetzt nichts dran ändern. Für alle, denen das so geht, versucht einmal die YouTube-App zu deinstallieren und wieder zu installieren, weil auf den PCs ging es immer. Es waren immer Handynutzer, wo es nicht funktioniert hat. Und zwei haben geschrieben, dass es nach dem Deinstallieren und Neuinstallieren dann funktioniert hat. Probiert das bitte einmal. Wenn es immer noch nicht klappt, schreibt uns das unbedingt unten in die Kommentare, weil dann müssen wir uns dann nochmal irgendwie hinterklemmen, warum das so ist und woran das liegt. Kurzer Kommentar, ob ihr das Video sehen könnt, ja, nein, wäre cool. Und wenn ihr nichts sehen könnt, schreibt bitte einmal dazu, ob ihr mit dem Handy guckt, mit dem Tablet, mit einem iPad oder womit auch immer, damit wir da mal gucken können, woran das liegen kann. Das hier ist auf jeden Fall jetzt erstmal die Wiese. Habe ich gerade fertig gemacht. Hier habe den ganzen Zaun nachgespannt und nachgeguckt, auf die Köhn mit seinen Stuten gehen wird. Ich hänge jetzt gleich den Anhänger an und werde die holen. Da drüben steht schon Heuballen. Die werden zwar erstmal hier noch das Grasbisschen, was schon da ist, rupfen, aber kriegen natürlich trotzdem dazu Heu. Die haben da hinten, sieht man, ein großes Waldstück mit eingezäunt. Die stehen hier also auch recht geschützt. Hier vorne ist es auch am Waldrand. Und hier geht nochmal ein langer Gang rüber. Und hier, wenn man hinten rechts rumgeht, da ist auch nochmal eine Wiese und auch nochmal ein großes eingezäuntes Waldstück, sodass sie da auch super geschützt stehen. Ich meine, das Wetter ist optimal und den Chattys macht es ja sowieso nichts, aber ja, die können sich hier unterstellen, wenn es regnet. Die haben hier Schatten, das ist windgeschützt da zwischen den Bäumen. Also das auf jeden Fall Köhns neues Zuhause für die nächsten 3 bis 4 Wochen, denke ich. Und auch noch von ein paar Mädels. Welche da mitziehen, das zeige ich euch jetzt gleich im Video. Ich hänge den Anhänger an, hole die Ponys im Stall, fahre die hier rüber, nehme noch Wasser mit im Kanister und ich glaube, die werden ziemlich happy sein. So, Pony Nummer 1 ist schon eingeladen. Das ist, falls ihr euch wundert, dass ihr das Pony nicht kennt, keine von meinen Stuten, sondern eine Fremdstute, die von Köhn gedeckt werden soll. Die habe ich jetzt schon eingeladen als allererstes und jetzt hole ich gerade noch 2 andere Mädels. Dann wird sie sich auch ein bisschen beruhigen, denke ich, dass sie nicht mehr alleine ist. So, erste Stange ist drin. Wir haben uns ja damals bei dem Anhänger direkt Stangenhalterung auf Mini-Shetty-Höhe oder Shetty-Höhe mit einbauen lassen und ich habe dann 3 extra breite Querstangen, sodass ich hier vorne, sieht man ja auch hier an der Seite, 3 Abteile insgesamt machen kann. Da passen eigentlich jeweils 2 Ponys rein. Ich nehme aber jetzt erstmal nur 3 mit. Deswegen bekommt sie da hinten 1 ganz für sich alleine. Hier sind jetzt die 3 Mädels. Die düsen schon hier rum. Rechts Pippi, hier kommt Vicky und da ist Yuki. Yuki ist auch eine Pantau-Tochter, ist halt wie gesagt aber eine Fremdstute. Die ist jetzt 4-jährig, 4 oder 5-jährig. Ich glaube 4-jährig. Ist dieses Jahr auch das erste Mal beim Hengst. Die anderen 2 natürlich auch, sind ja auch beides 3-jährige, Püppi und Vicky. Die haben den Mordspaß hier, dass sie jetzt hier rumlaufen können. Ich gucke jetzt gerade hier nochmal den Zaun nach. Die haben ja da oben auch noch dieses Waldstück mit eingezäunt, wo sie halt stehen können. Und können hier auch hier hinten um dieses Waldstück rumlaufen. Und dann ist da hinten auch nochmal eine Wiese und auch nochmal Wald mit eingezäunt. Da oben steht schon ein Walenheu parat, den sie fressen können. Da sind auch schon die ersten Spaziergänger und Kinder hier wieder am Start. Das ist leider immer ein großes Problem an unseren Wiesen, weil wir halt permanent Fußgänger, Kinder auf den Wiesen, in den Wiesen, an den Wiesen haben. Die füttern die Ponys, obwohl überall Schilder hängen. Die gehen teilweise in die Wiesen. Wir haben auch auf einigen Wiesen Kameras aufgehangen. Hier haben wir auch eine Kamera übrigens hängen. Da haben wir schön auf Bild, wie 3 Kinder hier ständig in der Wiese sind, die da hinten wohnen. Teilweise sich auf die Ponys gesetzt haben, obwohl sie viel zu groß sind. Wir haben aber zum Glück rausgekriegt, wer das ist. Und haben da auch mit den Eltern gesprochen, in der Hoffnung, dass das nicht mehr vorkommt. Wie gesagt, hier ist alles kameraüberwacht, damit wir das halt direkt mitkriegen. Aber es ist halt trotzdem einfach ein bisschen nervig. Die denken halt immer, das sind so, ja, die sind halt auch süß. Ich kann es ja auch verstehen, wenn die Leute zum Gucken vorbeikommen, aber es stehen halt überall Schilder, Wiese nicht betreten, nicht füttern und so weiter. Das ist aber leider immer etwas schwierig, muss ich sagen. Vor allem, wenn halt auch die Hengste mitlaufen. Ich meine, die Stuten treten halt auch mal nach den Hengsten oder so, wenn die zu aufdringlich sind. Wenn da so ein Kind zwischenkommt, ne, das kann halt auch ganz gute Verletzungen geben. Es ist halt auch nicht ganz ungefährlich, einfach mal so in fremde Ponywiesen reinzugehen.
Genau, deswegen. Ich gucke jetzt hier gerade den Zaun noch weiter nach, stecke hier alles nochmal gerade, hier sind so ein paar Pfähle schief. Und dann fahre ich gleich los und hole Köhn ab. Der wird sich seines Lebens freuen. Und hier sehen wir die glücklichsten Minuten eines Deckhengstes auf der Gerlinger Mühle im Jahr. Wiese und Stuten. Die Stuten verfolgen den Hengst, auch geil, nicht umgekehrt. Vor allem, der ist jetzt 30 Sekunden ungefähr hier drin. Püppi rost schon. Das ist echt der Wahnsinn. Die merken das ja auch sofort, dass das ein Hengst ist, ne? Die haben sie auch im Stall schon mal gerne beschnuppert, vorbeigehen. Da hat sie ihn schon sehr angerost. Also wie man sieht, Köhn auch wieder zu 1000% fit. Zeigt hier gerade mal, was er kann. Seine Bewegung hat er ja eh genug. Okay, Yuki ist noch nicht so willig. Aber das Schöne ist halt bei Köhn, der ist so lieb mit den Stuten. Der also lässt sich halt auch sofort wegjagen. Der ist überhaupt nicht böse und jagt die irgendwie Gott weiß wie lange oder so, sondern er wartet halt wirklich, bis die Damen dann auch möchten. Hier übrigens auch drei Bewegungswunder, sind drei Stuten, die sich alle sehr, sehr gut bewegen können. Hier Püppi war auch Gold- und Siegerfohlen, die hat, wie man sieht, ganz viel Trab. Die Vicky dahinter auch, die hat auch Eltern mit sehr, sehr viel Bewegung. Und Yuki, da, wie man sieht, auch. Ja, also da bin ich sehr gespannt. Köhn macht, zeigt sich hier nochmal, präsentiert sich nochmal. Sehr, sehr gespannt auf die Fohlen. Das wird, glaube ich, das wären richtig gute Anpaarungen. Halfter haben die jetzt aktuell für die nächsten 2-3 Stunden noch drauf. Das mache ich einfach mal so ein bisschen sicherheitshalber. Man weiß halt nie, ob man doch mal irgendwie schnell einen Pony rausnehmen muss oder wie auch immer. Also sicherheitshalber, damit man die schneller packen kann, lasse ich die Halfter so die ersten Stunden drauf. Mache ich aber heute vor der Nacht und auf jeden Fall noch runter. Da kommen sie wieder zurück. Ja. Die glücklichsten Momente im Leben eines Ponys, ganz ehrlich. Ich freue mich immer so mit, weil die Ponys jetzt einfach so happy sind, Köhn auch, weil es einfach jetzt heißt, 7 Monate absolute Freiheit. Freiheit für die Ponys. Die sind, ja, das ist ja auch das Schöne an den Shetland-Ponys. Das ist ja ähnlich wie bei Isländern oder Norwegern oder so. Die sind ja halt wirklich noch mega robust. Und gerade wir züchten ja diese Original-Shetland-Ponys, also wo nicht irgendwie amerikanische Ponys oder Welsh oder irgendwas weiter hinten eingekreuzt ist, sondern die halt wirklich noch robust sind, über viele Jahrzehnte oder ja sogar bis ins vorletzte Jahrhundert zurückverfolgt werden können von der Abstammung und ursprünglich halt aus England kommen alle. Da ist nichts eingekreuzt. Also es gibt ja verschiedene Rassearten. Es gibt ja noch die Partbred Shetland Ponys, es gibt diese amerikanischen Miniaturhorses, von denen ich jetzt zum Beispiel persönlich gar kein Fan bin, aber das ist ja einfach Geschmackssache, weil ich einfach diesen ursprünglichen, kräftigen Ponytyp mag. Ich mag es nicht, wenn sie sehr klein und sehr zart sind. Ich mag halt einfach diese etwas größeren, kräftigen Ponys, die halt auch wirklich noch Gewicht ziehen können, auch mal Gewicht tragen können, also wo auch mal ein Kind mit entsprechender Größe und Gewicht noch drauf sitzen kann, ein Kleinkind. Und ja, deswegen ist mir halt da Fundament und Tragkraft und Zugkraft einfach auch wichtig bei den Ponys. Ja, aber langes Thema, kann ich gerne nochmal ein eigenes Video dazu machen, zu dem Thema, wozu sind so Ponys da? Es ist ja im Moment auch so ein bisschen so ein Trend, so Ponys so ein bisschen zu vermenschlichen. Angefangen von der Amazon-Werbung, wo die Ponys durch eine Hundeklappe gehen, bis zu Ponys, die in Wohnungen, wo Videos in Wohnungen gedreht werden, die mit am Esstisch sitzen, was weiß ich. Das ist ja alles so ein bisschen, wird ja der Rasse nicht gerecht. Das sind ja Pferde, genauso wie alle anderen auch. Das wird mit einem Warmblüter auch kein Mensch machen, ne? Aber die sind halt klein und deswegen, ja, ist das immer so ein bisschen das Image. Und das ist aber nicht das Image, das wir verbreiten möchten. Klar kann man mit den Ponys auch viel Spaß machen. Aber in erster Linie sollte man sie artgerecht halten, wie jedes Großpferd auch, wie jedes andere Pferd auch. Weil alles andere ist einfach unfair. Ansonsten, ich meine, die sind natürlich cool und mega unerschrocken und man kann mit denen, klar, kann man die auch mal mit in die Wohnung nehmen. Da stirbt so ein Pony nicht von und er leidet auch keinen Schaden. Aber es ist so ein bisschen das Image, was man damit halt so rausträgt, ne? Dass halt, ja, so Spielzeugponys sind. Wie gesagt, wir haben ja auch schon mal Blödsinn mit den Ponys gemacht. Damals mal Mähne eingefärbt oder so, ne? Das macht dem Pony auch nichts. Das schadet ihm gesundheitlich nicht. Aber wie gesagt, man muss es sehr in Maßen machen und sehr bedacht. Und trotzdem ist es mir aber wichtig, immer wieder zu sagen, das sind einfach vollwertige Pferde, nur halt kleiner oder vollwertige Ponys. Und man soll sie bitte auch als solche behandeln.
Und klar finden wir das auch mal witzig, da Glitzerhalfter drauf zu machen und so. Es ist ja auch alles schön und ist ja auch alles Geschmackssache. Und gerade die Kinder stehen da auch drauf. Aber trotzdem wachsen unsere Ponys so robust wie möglich auf. Die Fohlen werden nicht eingedeckt, die Ponys werden nicht geschoren. Die kriegen auch den Bauch vor der Geburt nicht geschoren. Da kommen im Moment immer mal wieder Anfragen. Ich weiß nicht, wo die herkommen, warum wir den Ponys den Bauch nicht scheren vor der Geburt. Also hat sich schon mal jemand gefragt, in freier Natur, wenn man so eine Wildpferdeherde hat, packt da die Stute die Schermaschine aus, schert sich mal eben den Bauch und dann geht's los. Also ist mir ein Rätsel. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wie gesagt, wir gucken sehr auf unsere Ponys. Die sind bestens versorgt, was alles angeht. Wir überwachen die Geburten mit Kameras, mit Geburtsmeldern und so weiter. Aber irgendwo hört es dann auch auf. Also irgendwo sollen sie halt trotzdem, wenn man ihnen schon die Möglichkeit nimmt, hier so zum Beispiel in der Herde abzufohlen, was ja für die Stuten auch echt normalerweise total okay ist. Aber klar hat man natürlich immer so ein bisschen das Risiko, dass dann irgendwas passiert und man ist nicht dabei. Versucht man das natürlich zu minimieren, indem man die Ponys dann doch überwacht und so weiter. Aber ansonsten versuchen wir die einfach so naturnah wie möglich zu halten. Die sind jetzt gestern nochmal alle frisch beim Hufschmied gewesen. Die sind frisch entwurmt diese Woche. Die sind durchgeimpft und jetzt haben die erstmal hier ihr Leben so weit wie es geht in Freiheit. Also klar, ich fahre mindestens zweimal am Tag bei jeder Herde vorbei, guck nach denen. Die werden übergeputzt, mehr ein Schweif wird mal gebürstet, der Schweif mal geschnitten. Aber wie gesagt, dann alles andere versuchen wir so naturnah und so robust wie möglich zu halten. Kommt vielleicht auch dadurch, dass wir die Isländer noch haben und es bei denen ja zum Glück wirklich noch sehr verbreitet ist, die wirklich robust zu halten und in Herden zu halten und draußen zu halten, dass ich da eh so ein Fan davon bin, den Pferden so viel Natur oder ja naturnahe freiheitsmäßig artgerechte Haltung zu bieten. Das ist natürlich auch, also mich da jetzt keiner falsch versteht, auch nicht immer möglich. Es ist auch platzmäßig nicht immer möglich. Ne? Da muss halt jeder einfach gucken, was am besten passt. Und es passt auch nicht für jedes Pferd. Nicht jedes Pferd ist in einer großen Herde glücklich. Oder im Offenstall oder im Aktivstall. Das gibt es halt auch wieder. Also man darf das natürlich nicht verallgemeinern. Aber unsere Zuchttiere, wie gesagt, hier Köhn wird jetzt mit diesen drei Mädels plus noch ein paar, die dann im Laufe der Zeit dazukommen, jetzt den kompletten Sommer verbringen, bis je nach Wetter Oktober, Anfang November, je nachdem wann wir aufstallen müssen, dann kommen sie ja nur noch in Anführungsstrichen tagsüber raus. Ansonsten aber auch in Gruppen, in großen Laufboxen, also auch nicht in Einzelboxen. Bei uns steht nie irgendein Pony komplett alleine, außer halt jetzt nachts in den Abfuhrboxen, die letzten zwei, drei Wochen vor der Geburt. Ansonsten steht bei uns ein Pony nie alleine, auch nachts nicht. Und immer mindestens zu zweit, die Hengste sind ja auch in Gruppen. Und wie man hier sieht, Köhn steht jetzt seit 10 Minuten mit diesen, noch nicht ganz 10 Minuten mit diesen Stuten zusammen. Und er ist einfach schon mega gechillt. Ne? Ich meine, das ist ein Deckhengst im besten Alter, dem natürlich jetzt auch eigentlich die Hormone durchgehen. Aber der ist so lieb mit seinen Stuten. Das ist unglaublich. Also den kann man wirklich ohne weiteres, gerade auch hier, Püppi ist ja auch eine 3-jährige erst. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Er geht sogar weg, wenn sie ihn verfolgt. Also Püppi ist nämlich rossig. Die wäre schon durchaus bereit, sich näher mit Köhn zu beschäftigen. Der ist einfach so nett und so höflich und genauso ist er auch mit den anderen Hengsten im Winter. Und genauso sind unsere anderen Hengste auch, Pantau und G-Special. Bei denen dauert es noch ein bisschen, bis die ihre Stuten kriegen, weil die müssen erstmal ihre Fohlen bekommen. Das dauert deswegen einfach noch ein bisschen. Aber Köhn hat Glück, dass er die 3-Jährigen dieses Jahr bekommt und wie gesagt diese Fremdstute. Farbmäßig wird da bei Püppi Fuchs oder Fuchsschnecke rauskommen, weil ich gehe nicht davon aus, dass Püppi Mushroom-Trägerin ist. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ich glaube, dass vom Typ her passen die perfekt zusammen. Wird dann sehr, sehr schönes Fohlen rauskommen mit viel Bewegung hoffentlich. Und so vom Typ her. Also ich finde, Püppi ist für mich auch so ein perfektes Pony. Wie gesagt, die ist erst 3. Dafür ist die auch schon sehr gut entwickelt. Jetzt ist sie leider weg. Muss Köhn auch mal wieder hinterher. Für mich so ein perfektes Pony vom Exterieur her, vom Interieur her. Die ist super brav, super lieb, zutraulich. Top gesund, ganz korrekt, Zähne passen, die hat keine Probleme mit den Knien, die hat ein schönes Fundament, der Rücken ist in Ordnung, also weder zu kurz noch zu lang. Die hat einen schönen Kopf, nicht zu winzig, dass man da Zahnprobleme erwarten könnte. Das ist bei den Minis mit den sehr, sehr kleinen Köpfen leider gelegentlich das Problem, dass die Probleme mit den Zähnen bekommen, weil die Zähne dann nicht kleiner werden. Die Köpfe werden immer kleiner, aber die Zähne sind irgendwann zu groß für den Kiefer. Das ist so ein, also Püppi ist so ein Pony. Püppi ist eine Tochter von Pantau und Pepper, wie ich sie gerne züchten möchte, wie ich es gerne mag. Wie Vicky da vorne auch. Vicky ist ein bisschen feiner im Fundament,
Aber gut, die ist auch S3, also da wird sicher auch noch ein bisschen was kommen. Wir sind schon ganz außer Atem hier vom Rumrennen. Aber Vicky hat auch einen extrem schönen Kopf, sehr, sehr viel Gang. Und ich glaube, dass das sehr gut passen wird hier. Die Mädels. Vicky ist übrigens Mushroom-Trägerin, die habe ich testen lassen. Die trägt das Gen einfach. Die trägt also ein Falb-Gen, ein Roan-Gen und ein Mushroom-Gen. Sprich, da ist die Farbpalette dann relativ groß mit Köhen. Könnte also Mushroom rauskommen, es könnte Fuchs rauskommen. Falben, also Fuchsfalbe, Braunfalbe, Graufalbe könnte rauskommen. Das Ganze könnte nochmal mit Roan, mit Mushroom, also diverse Variationen. Also da, das wird echt richtig spannend, was da rauskommt. Ja, und Püppi ist echt immer auf der Suche nach Köhen, ne? Der postet nochmal ein bisschen rum da unten. Und wie man sieht, das Allerbeste an der ganzen Sache, er ist einfach wieder top gesund. Er hat wirklich gar nichts mehr. Freut sich seines Lebens. Und ist einfach happy hier. Ja, und ich freue mich auch. Ich freue mich ja, wenn es den Ponys gut geht. So, jetzt habe ich wieder lang genug hier geredet. Video ist lang genug geworden. Ich hoffe, wie gesagt, dass alle was sehen konnten, dass keiner das Problem mit dem grünen Bildschirm mehr hatte. Das wäre echt schade und tut mir auch mal leid, wenn ihr das drunter schreibt, euch da auch drüber ärgert. Und falls es aber noch das Problem ist, schreibt es bitte, bitte in die Kommentare und wir kümmern uns drum. Und nehmen dann nochmal sonst Kontakt zu YouTube auf und versuchen das zu klären. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vor allem hier, ach, ich muss nochmal draufhalten. Ist ja nicht schön. Ich muss leider nochmal draufhalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaut wieder rein und ich sage hoffentlich bis bald.